Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten, herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Oktober 2017 und herzlichen Glückwunsch zum Eintritt von Glücksplanet Jupiter in euer Zeichen und alles Gute an alle Geburtstagskinder im Oktober. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch eure Konstellationen. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, da würde sich ja jetzt ein Geburtstagshoroskop anbieten, stehe ich euch dafür natürlich gern zur Verfügung. Ihr könnt mich auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Auch diesen Monat könnt ihr eine Beratung bei mir gewinnen. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende dieses Videos. Im Oktober seid ihr besonders charmant und locker und zeigt euren Freunden Zuneigung und Sympathie. Und ab dem 10. Oktober brechen goldene Zeiten für euch an, denn da geht Glücksplanet Jupiter in euer Zeichen und das für 13 Monate am Stück. Schon im Oktober habt ihr vielversprechende romantische Momente, die euch einen Vorgeschmack darauf geben, wie genial diese Konstellation für euch ist. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an, wenn wir uns mit dem Erlebnishintergrund für euch beschäftigen, nämlich den Aspekten, die länger auf euch einwirken. Also ab dem 10. Oktober Konjunktion Jupiter im ersten Haus. Und diese Konstellation verleiht euch eine super Power und Ausstrahlung. Falls ihr bisher noch an euch gezweifelt habt, beginnt jetzt eine Zeit, wo ihr an eure Möglichkeiten glaubt und wo ihr auch tatsächlich eine große Gestaltungskraft besitzt. Oft ist ja der Skorpion misstrauisch, aber Jupiter verhilft euch dazu, ins Vertrauen zu kommen. Auch andere werden auf euch aufmerksam. Ihr seid beliebt, man sucht eure Nähe und euren Rat. Natürlich ist das auch super für die Liebe, weil ihr potenziellen Partnern positiv auffallt. Mit mehr Selbstvertrauen flirtet es sich auch einfach besser. In eurer festen Partnerschaft ist der Partner vielleicht jetzt angenehm überrascht, dass ihr großzügig und liebevoll auf ihn eingeht. Wenn ihr noch mehr über diese Konstellation wissen wollt, welche mythologischen und psychologischen Hintergründe sie hat, dann schaut euch doch bitte auch mein Special darüber an. Es heißt, finde den verborgenen Schatz. Ach ja, und noch ein Tipp. Diese Konstellation hat nur einen Nachteil, wenn Jupiter ins eigene Zeichen geht oder auch über den Aszendenten geht, dann neigt man zum Zunehmen. Ja, weil Jupiter ist ja der Planet der Fülle und der Expansion und das kann auch den Körper betreffen. Solange er also im Skorpion ist, versucht nicht eine Diät zu halten, das ist nicht die richtige Zeit dafür, aber passt halt auf, dass ihr nicht, ohne es zu merken, zunehmt, weil was ihr jetzt esst, das setzt einfach mehr an, hat aber auch den Vorteil, dass alles, was ihr an Gesundem zu euch nehmt oder an Aufbaustoffen, Vitaminen, Vitalstoffen natürlich auch besonders gut wirkt. So, und diesen wundervollen Transit, den spüren im Oktober bereits die Geburtstagskinder, die zwischen dem 24. und 28. Oktober Geburtstag haben. Ja, dann geht es weiter mit dem Trigon Neptun für euch, ist auch ein schöner Aspekt. Und den spüren jetzt besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 3. und 6. November Geburtstag haben. Trigon Neptun bei euch im 5. Haus, habe ich ja schon oft gesagt, ist ein Tantra-Aspekt, denn der bringt diese spirituelle und fantasievolle Seite in den Bereich der Sexualität und Lebensfreude hinein und macht euch auch ein bisschen weicher und empfindsamer, weil ja viele Skorpione durchaus auch Draufgänger sind und auch gerne harten Sex oder eine sehr fetischhafte Erotik mögen. Und mit Neptun kommt jetzt eben so eine spirituelle Note da rein. Sehr, sehr spannend für euch. Natürlich auch in die anderen Bereiche des 5. Hauses, also Lebensfreude, Kreativität, also die Skorpione, die als Musiker tätig sind oder im weitesten Sinne künstlerisch erfahren, dadurch halt eine sehr große Inspiration. Und das wird alles in den nächsten 13 Monaten noch viel, viel besser, weil nämlich der Jupiter aus dem Skorpion dann auch noch super Aspekte darauf werfen wird. Viel mehr Infos habe ich über den Neptun-Transit auch ganz ausführlich noch im Jahreshoroskop gegeben. Könnt ihr euch vielleicht auch noch mal schlau machen, falls ihr die letzten Monate noch nicht dabei wart, wo ich halt schon sehr ausführlich über diesen Transit gesprochen habe. Und ein weiterer guter Transit für euch ist hier der Pluto. Der steht für euch im 3. Sonnenhaus und macht einen auch guten Aspekt auf die Skorpionsonne. Und das ist natürlich super, weil das ist ja euer Herrscherplanet. Der steht jetzt im Steinbock.
Und so wie er hier steht, kann man sagen, dass ihr jetzt die Macht der Worte für euch gepachtet habt. Das ist ja der Machtplanet und hier das dritte Haus, Haus der Worte und des Lernens. Also auch wenn ihr was Neues lernt, das sackt alles sehr tief. Also ihr könnt euch Sachen sehr gut merken und die vergesst ihr auch nie wieder. Also man muss auch wirklich aufpassen, was man euch sagt, wenn ihr unter diesem Transit steht. Denn ihr seid ja sowieso schon dafür bekannt, dass ihr nichts vergesst, aber das verstärkt es noch mal mehr. Aber auch hier gilt, dass dieser Pluto jetzt noch schöne Aspekte von Jupiter kriegt im Laufe des Jahres und dadurch so eine Art kosmisches Gesamtpaket dann für euch entsteht, was einfach super ist. Wie gesagt, in meinem Special gehe ich da auch drauf ein und das werde ich mir dann auch fürs Jahreshoroskop 2018 noch mal genauer für euch anschauen. Das Sextil Pluto spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder vom 8. bis 11. November. Gut, und damit wären wir jetzt bei euren aktuellen Konstellationen. Am 1. Oktober geht es los mit Sonne, Merkur und Jupiter in der Waage für euch im 12. Haus. Da stehen die so ein bisschen versteckt, ne? Oder bringen euch natürlich auch Impulse für die Spiritualität. Aber interessant für euch ist zu Beginn des Monats hier die Konstellation von Venus-Mars. Sehr leidenschaftliche Verbindung der Kräfte von Venus und Mars und das ganze im guten Aspekt zur Skorpionsonne. Also von daher ist der Start in den Monat schon ziemlich heiß. Die stehen hier für euch im 11. Haus der Freundschaften. Deshalb habt ihr halt auch sehr gute Aspekte mit euren Freunden. Ihr zeigt denen eure Sympathie. Mit Mars dabei kann es aber durchaus auch vielleicht zu einer Reiberei kommen. Aber da die ja beide zusammenstehen, ist man dann halt auch sehr kreativ. Also wenn, dann ist es vielleicht eine Zeit, wo man auch toll was unternehmen kann mit guten Freunden und wo es auch vorkommen kann, dass man eben über die Freunde verkuppelt wird oder tolle neue Leute kennenlernt, wenn ihr noch Solo seid. Ne? Und dann dazu kommt dann eben noch, dass ihr die Meister des Liebesgeflüsters seid, ne? Weil hier ist eine Verbindung von Venus Mars zu Pluto, der im Haus des Redens steht. Ihr habt eben jetzt die Macht der Worte und wenn ihr die liebevoll einsetzt, dann kann euch niemand widerstehen. Also geht der Monat schon mal gut los und dann gibt es auch gleich am 3. einen Top-Tag für euch. Da habt ihr absolut heiße Konstellationen. Selbst wenn ihr euch vorgenommen habt, an diesem Feiertag was kulturell Wertvolles zu unternehmen, kann es euch passieren, dass ihr mit eurem Geliebten gar nicht mehr aus dem Bett kommt. Für Solo-Skorpione ist das eine tolle Gelegenheit, mit ihren Freunden loszuziehen. Und dabei können sich sehr schöne Flirtchancen ergeben. Genau, die Flirtenergie steigert sich dann immer weiter bis zum 5., wenn Venus und Mars hier ganz genau in Konjunktion stehen. Und dann haben wir am Donnerstag auch den Vollmond. Und der findet statt auf der Achse Widder-Waage. Das ist für euch die Achse der Erkenntnis und auch der Heilung. Ist auch ein interessanter Impuls. Wie auch immer ihr das nutzt, schlafen könnt ihr bestimmt nicht, aber ihr könnt ja weiterhin die schöne Energie von Venus und Mars genießen. Da gibt es sicherlich genug schöne Impulse. Ja, ab dem 6. und bis zum 11. Oktober haben wir ja dann die kritische Phase, wo es vielleicht auch zu einer Ernüchterung kommen kann, weil da dann eben diese Leidenschaft von Saturn plötzlich abgekühlt wird. Und außerdem haben wir auch noch Merkur, der ins Quadrat zu Pluto läuft. Und das kann dann auch verletzende Worte mit sich bringen. Ne? Für euch könnte es zum Beispiel zu einem Problem im Freundeskreis kommen. Vielleicht habt ihr im Überschwang eine Grenze überschritten und seid jemandem zu nahe getreten. Und vielleicht habt ihr etwas gesagt, was viel schwer. Für euch könnte es zu Problemen im Freundeskreis kommen. Vielleicht habt ihr im Überschwang eine Grenze überschritten und seid jemandem zu nahe getreten oder vielleicht habt ihr etwas gesagt, was viel schwerwiegender gewirkt hat, als ihr es beabsichtigt hattet. Die Phase dauert nur ein paar Tage. Versucht locker zu bleiben und nicht alles, was gesagt wird, zu persönlich zu nehmen. Am 10. Oktober ist es dann soweit. Dann geht der Jupiter hier für euch ins erste Haus, in den Skorpion. Und das ist einfach genial. Mehr dazu findet ihr in meinem Special Finde den verborgenen Schatz. Und dann habe ich einen Top-Tag für euch am Donnerstag, den 12. Oktober. Das ist ein schöner und harmonischer Tag. Da empfindet ihr eine freundschaftliche Verbundenheit auch zu Familienmitgliedern. Es kann auch mit jemandem gewaltig knistern, mit dem ihr bisher nur befreundet wart. Samstag, der 15.
14. ist die nächste wichtige Konstellation, denn da tritt die Venus ein in die Waage und damit in euer 12. Haus der Spiritualität. Genießen in der Stille heißt dann das Motto. Das ist eine sehr schöne Konstellation für spirituelle Skorpione. Könnt ihr euch ja vorstellen, Liebesplanet Venus dann im Bereich der geistigen Welt. Da hat man dann schöne Kontakte zu den Wesen aus der geistigen Welt oder zu Engeln vielleicht auch. Und deswegen ist das halt super, wenn ihr auf dem Weg seid. Und vielleicht könnt ihr dann auch das eine oder andere tun, um gutes Karma zu bekommen. Dann haben wir am 17. Oktober den Merkur. Der tritt dann ein ins erste Haus für euch, in den Skorpion, und bildet dann am 18. eine Konjunktion mit dem Jupiter. Und das verstärkt dann nochmal bis zum Monatsende die günstigen Tendenzen für euch. Ihr habt dann eine starke Wunschkraft, einen Forscherdrang, und es ist auch super für Skorpiongeborene, die als Therapeuten, Astrologen oder Psychologen tätig sind. Am Donnerstag, den 19. um 21.11 Uhr ist dann der Neumond auf 26 Grad Waage. Und der steht ja genau gegenüber von Überraschungsplanet Uranus, und deswegen ist das Motto: Erwartet das Unerwartete. Ja, jetzt muss man offen sein für neue Ideen und neue Lösungen. Bei euch geht es um die Spiritualität oder Rückzug oder auch um die selbstlose Hilfe hier im 12. Haus. Vielleicht bekommt ihr einen unerwarteten Impuls aus der geistigen Welt oder verstärkte Träume, die euch eine Lösung für ein Problem bringen. Natürlich könnt ihr den Neumond auch nutzen, um über den Jupiter-Transit nachzudenken. Wie wollt ihr die kommenden 13 Monate mit diesen schönen Tendenzen nutzen? Wie wollt ihr euch selbst verwirklichen? Was wollt ihr erforschen? Welchen Schatz wollt ihr bergen? Wie könnt ihr anderen dabei helfen, sich zu transformieren? Über solche Fragen könnt ihr zu dem Thema meditieren. Dann am 20. habe ich einen Top-Tag für euch. An diesem Tag solltet ihr besonders aufmerksam sein, was euch begegnet oder auch welche mächtigen Impulse aus eurem Inneren kommen. Denn dieser Tag kann einen Vorgeschmack geben, wie gut es die kosmischen Kräfte für die nächsten 13 Monate mit euch meinen. Am 22. Oktober tritt der Mars auch dann in die Waage in euer 12. Haus. Da kommt dann eine Phase, wo ihr vielleicht öfter mal Ruhe braucht und vielleicht nicht so viel Schwung habt. Es kann auch passieren, dass ihr euch ein bisschen selbst im Weg steht. Achtet trotzdem darauf, dass ihr alle Aufgaben erledigt, die gemacht werden müssen, damit sie sich nicht ansammeln und euch belasten können. Aber am 23. ist dann wieder eine gute Tendenz für euch. Morgens um 7.26 Uhr genau tritt die Sonne ein ins Zeichen Skorpion und trifft sich dann dort am 26. Oktober mit Jupiter. Und das kann auch den Transit von Mars durch 12 ein bisschen ausgleichen, denn die Sonne gibt euch jetzt eine große Vitalkraft. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr in diesen Tagen Geburtstag habt, denn dann begleitet euch die Konjunktion mit der Sonne, mit Jupiter, das ganze Lebensjahr über. Vom 26. bis 28. ist es dann nochmal ein bisschen kritisch, weil wir dann die Venus im Quadrat zu Pluto haben. Seid ihr etwa heimlich eifersüchtig, wollt es aber nicht zugeben, um nicht uncool zu wirken? Das kann dazu führen, dass ihr euren Partner vielleicht versucht zu manipulieren. Oder habt ihr selbst ein Geheimnis und deshalb jetzt Schuldgefühle? In jedem Fall gilt: keine Panik, macht kein Drama draus. Die Phase geht wieder vorbei und wir haben Anfang November wieder versöhnliche Konstellationen. Deshalb wartet erstmal ab und regt euch nicht auf. Ja, und dann zum Schluss noch ein Top-Tag für euch, nämlich der 31. Oktober. Da feiern wir Halloween bzw. das dem zugrunde liegende keltische Fest Samhain. Die Konstellationen sind diesmal sehr spirituell und passen sehr gut zu dem Fest. Darauf bin ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober ausführlich eingegangen. Für euch stehen die Sterne absolut traumhaft, sodass ihr auf jeder Halloween-Party im Mittelpunkt stehen werdet, falls ihr das wollt. Aber ihr könnt euch jetzt auch sehr gut mit den Geistern der Ahnen verbinden, was ja die Grundbedeutung dieses Festes ist. Auf jeden Fall habt ihr dieses Jahr zu Halloween ganz besonders schöne Sterne und ihr könnt für euch richtig was draus machen. Das waren eure Sterne im Oktober. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild.
Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Der nächste Termin ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpion schaut euch doch auf jeden Fall noch das Special Finde den verborgenen Schatz an. Und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist natürlich auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen sehr, sehr wichtig. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.